Hey ho, willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß. Tag 18, Monat 2. Und der nächste Tag in Portia beginnt. Unsere Reise geht weiter. Kriegen wir heute den Wassermotor fertig? Ich sage ja. Das schaffen wir. Jo, wir schaffen das. So, wir brauchen Stahl. Alter Falter, liebe Leute, ich sitze ja hier im Dachboden. Eigentlich hatte ich vor, nach dieser Aufnahme zu Fuß loszugehen. Jetzt regnet das voll in Strömen. Was ist denn das? So eine Schiete. Ich möchte doch... Jetzt regnet das voll. Oh, wir haben Post. So, aus irgendwelchen Gründen läuft jetzt die letzte Stahlplatte nicht. Ich dachte, ich hätte schon 4. Okay. Müssen wir nochmal. Okay, jetzt. Die letzte. Wie lange braucht die? 3 Stunden 22 Minuten. Okay, kein Ding. Dann lesen wir jetzt den Brief und schauen, dass wir... Die läuft schon. Moment, wir bringen erst den Stoff weg. Wo sie da gleich voll weg ist. Da ist sie. Alice! Handelsauftrag erledigt. Bitteschön. Danke, das wird mir sehr nutzen. Ja, dessen bin ich mir bewusst. So, nun holen wir uns einen neuen Auftrag. War Ginger hier gerade? Nee, das war nur Gust. Der Gust. Gast, Gust. Sei mein Gast, sei mein Gast. Da darf ich nicht singen, ne? Ihr wisst ja. Ich brauche Bronzeplatten. Steintische. Helle. Kristallhalsketten. Alter Falter. Machen wir hier die Bronzeplatten. Bevor du mir das jetzt hier wegschnappst, ne? Hier gingst du, alte... Alter Popo-Schnüffler. So, wo sind die liebe Ginger? Oxidiert die so rum? Man sieht sie halt hier auf der Karte auch nicht, oder? Was soll das hier sein? So ein roter, oranger Kringel. Karte auf... Ach, warte mal. Karte verwalten. Kann ich das da nicht sehen, was das bedeutet? Monster-Symbole. Nö. 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 Ist die Ginger. Komisches Glasgefäß, gesehen von Alice. Sie hat es bei mir gesehen und guck mal, jetzt mag sie mich voll gerne. Cool. Ich brauche Ginger. Ist die vielleicht hier bei Papa zu Hause? Bürgermeister Gale. Sie wohnte doch hier, richtig? Gale ist zu Hause. Deswegen ist da bestimmt noch dieser Schimmer drumrum. Oh ja. Ginger, dein Freund ist hier, um dich zu besuchen. Hallo, danke für deinen Besuch. Ich wollte dich besuchen kommen, aber mein Zustand erlaubt es mir nicht, viel hinauszugehen. Und nachts wollte ich dich nicht behelligen. Kein Problem, hier sind die Topase, die du wolltest. Danke. Wofür brauchst du sie? Nun, ich habe eine Menge freie Zeit, daher mache ich Kunsthandarbeiten. Ich kann nicht rausgehen und mir meine Materialien selbst holen. Daher bin ich immer auf die Hilfe aller angewiesen. Ach ja, hier ist deine Bezahlung. Gut, danke, mach dir darüber keine Sorgen und wenn du demnächst wieder Hilfe brauchst, frag mich einfach. Ja, mach dir darüber keine Sorgen. Vielen Dank, aber ich bestehe darauf. Sehr schön. Mission complete. Beziehung zu Ginger ist auch... ich bin abgelenkt. Mein Telefon wimmelt hier gerade nebenbei. Ja. Wieso kann sie nicht raus? Was hat sie für einen Zustand? Was stimmt mit Ginger nicht? Wenn das ein bisschen merkwürdig ist und man sie immer nicht sieht, das ist mir auch schon aufgefallen. Und sie ist ja auch sehr blass. Hier irgendwelche gesundheitlichen Probleme. Ja, muss sie ja. Sagt sie ja selber. Aber was für gesundheitliche Probleme? Können wir das noch rausfinden? So. Von der Ziviltruppe. Germanin, wir haben uns die Quelle der Verschmutzung angesehen. Der Schleim kommt aus einem kaputten Rohr in dem großen Gebäude über dem Bassiano-Wasserfall. Wir vermuten Absicht. Kannst du das reparieren? Es sollte reichen, um zu verhindern, dass noch mehr Schleim den Fluss verschmutzt. Wir haben die Gegenstände aufgelistet, die für die Reparatur des Rohrs gebraucht werden.
Stahlplatte 4-mal, Schweißstab 5-mal, Ventil 2-mal. Okay, Ventil und Schweißstab sind neue Sachen für mich tatsächlich. Gibt's denn sowas? Ventil und Schleifstab. Ja, wahrscheinlich noch gar nicht. Das ist bestimmt sowas, was wir noch nicht können. Ja. Okay. Das wird tricky, liebe Leute. Oder wir bekommen dafür auch nochmal irgendwann. Was hier? Stahlplatte? Ich muss erstmal die Bronzeplatten herstellen. Wahrscheinlich hatten wir irgendwo noch welche, aber. Hä? Wieso fehlt mir denn jetzt noch eine? Das abgebrochen. Oh, Leute, sagt mir nicht, ich habe das abgebrochen. Nein, ich glaube, ich habe das abgebrochen, ich blöde Kuh. Nein, warum mache ich denn sowas? Oh, shit. Ah. Ah, da war es das schon wieder mit dem Motor heute. Kacke. Warum mache ich denn immer solche Dinge? Liebe Leute, ihr müsst mich anschreien. Guck mal, ich kann hier die Bronzeplatte auffertigen. Ah, aber wir haben auch 11 Stück im Inventar. So ein Quatsch. Wieso habe ich denn nicht gleich geguckt? Ach, ärgere ich mich aber jetzt wieder. Wieder so typisch. So typisch, ne? Ma. Könnte ich im Strahl mich übergeben? Furchtbar. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar. Ja. Bin ich ein bisschen gerade. Achso, Bronzeplatten. Oh, am Überlegen, wie wir diese Teile bekommen. Ventil und. Ich will vergessen, was es war. Schleif, bla. Was ist das? Was soll das sein? Wir gehen, glaube ich, auch nochmal ins Forschungszentrum. Ich weiß gar nicht, ob unsere letzte Forschung noch läuft oder ob die schon durch ist. Hier mit da vorne ist schon unser Abgabeort. Wer kriegt die denn? Warte ein bisschen, ach hier. A und G-Bau. Da möchte unsere Lieferung hin. Hi, Albert. Handelsauftrag. Danke, das wird mir sehr nutzen. Gerne, gerne, gerne. Ich nehme gerne dein Geld. Um es dann auch gleich wieder bei dir zu lassen, wahrscheinlich, weil alles so teuer ist. Arbeitstisch, Hühnerstall, Stall, Stall. Es gibt zwei verschiedene Ställe. Welchen brauchen wir denn für? Benötigt im Hartholzsiele, Eisenholzsiele, Bronzerohr und viel Geld. Hey. Steinziegel, Eisen bauen. Welchen braucht man denn da? Ist ja auch nochmal die Frage. Hochzeit freischalten. Was? Wir können hier noch ganz schön viel Geld loswerden. Ist euch das bewusst? 10 ändern. Habe ich auch nicht genug Geld für. Ich bin pleite. Ich weiß auch nicht, wo ich so eine Steinsäule herkriege. Oh mein Gott. Komm ich hier wieder weg. Escape. Ja. Ein Glück. Okay, anscheinend muss ich wirklich mit den Materialien hierher kommen, um das zu verbessern. Und es fehlt einfach auch an Geld und alles. Und Hilfe. So, was machen wir denn? Was, wenn Rufus uns angreift, können wir... Oh Gott, hier ist schon wieder irgendwelche Verschwörungstheorien. Da will ich gar nichts mit zu tun haben. Ich gehe zum Forschungszentrum. Macht das Sinn? Habe ich Datendisk und so dabei? Ja. Wunderbar. Wunderbest. Und danach ist hoffentlich auch diese blöde letzte Stahlplatte fertig. Oh, was ärgere ich mich? Was ärgere ich mich wirklich, dass ich das eben so blöde weggeklickt habe? Ach, Laternen sind auch noch nicht fertig. Die Tüftelfaltestellen auch noch nicht. Habe ich nicht letzte Folge noch irgendwas davon gesagt, wie geil, dass man hier so entspannt vorankommt. Und diese Folge bin ich schon wieder mächtig, ja, gewöhnt euch dran. Heute Hü, morgen Hot. Petra!
Forschung. Unsere Forschung kommt gut voran. Wenn alles glatt läuft, haben wir morgen etwas für dich. Okay. So, hier war ja alles noch nicht ready. Da hatten wir schon mal geguckt. Konnten wir letztes Mal nur das Glasgefäß machen. Denke ich auch nichts geändert. Enter auf König. Sehr schön. Bin gespannt, wie das dann. Ja, sehen wir ja hier. Nee, das bringt uns hier nix. Bringt uns nixe. Nixe, nixe, nixe. So. Adit, mit dem habe ich irgendwie auch noch nicht so richtig gequatscht. Den habe ich auch immer nicht so auf dem Schirm. Auch nicht warum. So. Uninterested für mich. Da, 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 da. Hui. Hui. Hallo Marienkäfer. Oh, ich hab einen blauen Schal gefunden und ein Vogelnest. So, den haben die hier mal verloren, als ich die verprügelt habe und ich konnte das nicht mitnehmen. Ja, ich glaube, so war das. Auch schon vor lange nicht mehr da drüben, in dieser Höhle. Überhaupt, wir haben uns die Gruselhöhle noch gar nicht angeguckt. Fällt mir gerade, das wollten wir auch noch mal gemacht haben. Aber jetzt ist der Tag schon so halb vorangeschritten. Höhle, machen wir einen anderen Mal. Irgendwann. Denke ich da wieder dran. Oh yeah! Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, bist du müde? Müsst ihr mit durch? Was passiert? So, der Motor ist fertig. Also, ab geht die wilde Fahrt. Wir haben den Motor, wir haben das Wasserrad. Wo ist es? Wir können eigentlich auch nochmal mehr Inventarplatz schaffen hier, oder? Eie, guck mal, nicht mal dafür haben wir genug Geld. Nicht mal dafür. Wo ist das Wasserrad? Jetzt. Ich weine gleich. Hierin. Da. Oh. Hier schon. Ich hier schon Schreck. Warte mal, konnte man die nicht aufmachen? Tatsächlich. Federn und Eier. Sehr schön. Dann. Missionsmenü, Baumschule retten. Wir haben ein Wasserrad, wir haben einen Wassermotor. Gehen wir jetzt hin und montieren das. Das sieht aus wie so eine Megakanone, oder? Das ist doch kein Motor, das ist eine Kanone. Das ist geradeaus für mich. Ich will ja keine Ausdauer mehr. Laufen wir jetzt halt im Schneckentempo hier den Weg hoch. Und 1, 2, 3, und 1, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, 3, und 1, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, 3. Luft holen. Oh, Chetree Farm, ich komme und rette euch. So, wohl mit dem Motor. Ich habe hier einen Motor für euch. Wo soll der denn hin? Da war. Wohin denn? Ich hoffe, meinem Bruder Siva geht es gut. Er lebt drüben in der Wüste. Also hat er nicht viele andere Wasserquellen als den Fluss. Ja, ich. Wo komme ich denn zur Wüste? Wo muss das hin hier? Junge! Da hinten? Ich weiß nicht wo. Kann ich die Mission verfolgen? Mission. Ich verfolge sie schon, ne? Wegmachen. Weiß nicht wohin, ne? Bauen und platzieren. Muss hier irgendwo sein. Weapons Research. Was ist das? Hä? Was soll das denn jetzt? Guck mal an. Hat sich eine Kiste versteckt. Wir haben, was ist das? Ein Knöchel. Das ist so ein Schlagring. Hey Leute, ich weiß nicht, wohin damit. Kann ich hier durch dieses Reservoir und ich. Bin ich jetzt echt zu blöd? Ich weiß nicht, wo das hin soll. Baumschule retten. Da unten. Oh. Ah. Vielleicht sollte ich lieber. Vielleicht sollte ich lieber zuerst auf die Karte gucken, bevor ich 80.000 Jahre in die falsche Richtung renne. Mann. Dämlich. Komme ich hier rüber? Natürlich auch nicht. Sagen wir halt die Wasserkanone. Sieht aus wie eine Wasserkanone. Ende. Noch weiter hier unnütz durch die Gegend. Hier
Und bei dieser kleinen Hütte. Hat die auch einen Sinn? Ich war ja schon mal bei der Hütte und habe mich gefragt, was soll das hier? Ist jetzt hier natürlich... Ja, das ist es. Guck mal. Wassermotor installieren. Ah, wo kommt jetzt das Rad hin? Oh. Das wird bestimmt cool. Guck mal, das ist richtig groß jetzt. Geil. Bewegt sich das auch? Muss ich den Motor anschalten? Bauen und platzieren. Wasserlager und Sprinkler jetzt noch. Wollen die was machen hier? Nee. Oh, ich möchte sehen, wie sich das dreht. Das wäre wunderschön. Cool. Sowas ist cool. Sowas mag ich. Guck mir sowas auch voll gerne an. Jetzt müssen wir ein Wasserlager und... Wasserlager hatten wir doch schon. Ich? War doch jetzt dies hier. Genau, aber Sprinkler haben wir nicht. Wo kriege ich denn Sprinkler her? So, wo darf denn... Bewässerungssystem? Muss das Lager jetzt bestimmt hier hin? Das können wir da schon mal hinbringen. Und dann müssen wir uns am nächsten Tag... Oh! Guck mal, was hier plötzlich aufgetaucht ist. Jetzt ist ja so eine richtige Pipeline hier. Oha. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Das habe ich nicht gebaut. Das ist von alleine da gerade gekommen. Das sage ich euch. Das war ich nicht. Lalala. Das schaffen wir aber noch. Guck mal, die Baumschule hat ja auch noch auf. Können wir das noch da hinstellen? Dann brauchen wir nur noch Sprinkler. Dann hoffen wir, dass die Bäume wieder schön fresh sind. Fresche Bäumlis. So, Wasserlager installieren. Haben wir. Perfekt. Gut. Dann jetzt auf nach Hause. Und schauen, was wir für die Sprinkler brauchen. Bestimmt wieder 98.000 Materialien, die wir nicht haben. Wie immer. Sollte es auch anders sein, liebe Leute. Ach ja. Diese Ruhe in Portia. Hm. Schön. Hui. Da ist das Licht gerade angegangen. Links in den beiden Fenstern. Blub. Du, Sprinkler. Ich glaube, ich baue die hier. Ich meine, ich habe das schon mal gesehen. Sprinkler, tatsächlich. Ventile und Kupferrohre. Okay. Zwei Stück für einen Sprinkler, also 8 Kupferrohre. Fertigen. Machen wir doch mal gleich 12. Dann haben wir die Kupferdraht, Stahlkabel, Giftgeschoss. Sowas haben wir auch noch nicht wirklich gebaut, ne? Naja. Edith läuft. Ist hier noch was, was wir noch nicht gebaut haben und eigentlich jetzt schon mal angehen könnten. So, Wasserrad ist abgeschlossen. Lagermotor ist auch. Ghetto Blaster haben wir nicht gebaut, soweit ich weiß. Brauchen wir aber auch nicht. Das haben wir fertig. Das haben wir fertig. Ja, wir könnten eigentlich nochmal wieder eine Haltestelle eventuell bauen. Bronzeplattenfaserstoff. Da fehlen uns ja noch ein paar. Und wir könnten auch nochmal schauen, ob wir die Laternen vielleicht nochmal... Waren hier, richtig? So, da fehlen Bronzerohre. Aber da können wir auch nochmal ein paar von herstellen. Der anderen Maschine. So. Einfach damit wir mal so ein bisschen Status prüfen. Ist fertig. Und ernten. Nice. Nicer Scheiß. Wir könnten auch mal ein bisschen aufräumen hier noch. Genau, wir setzen mal die Montagestation da hinten in die Ecke. Ist auch gerade nichts drauf. Wie baue ich die um? Montagestation. So, kann ich hier gar nicht, ne? Ah, nein. Das muss ich dann wahrscheinlich wirklich machen, wenn wir... Ach, ja.
Dafür müssen wir an diesen. Ist schon. Das kann ich auch nicht mehr umstellen. Muss ich alles umbauen, wenn wir in bei A und G sind. Oh Gott. Das ist aber eine schwierige Geburt, auf den Namen zu kommen, oder? Meine Güte. Meine Güte. So, jetzt die Beete hier hinten mal hin. So. Kann man das Haus nachher auch noch umsetzen? Dass das weiter hinten auf dem Grundstück wäre? Fände ich auch ganz cool, glaube ich. Okay, liebe Leute. Oh, ihr merkt schon, ich bin todesmüde und ich gähne euch schon wieder einen Fuß. Tut mir leid. Meine Güte. Katastrophe mit mir. Aber ich sage wieder, vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Tipps und Tricks geben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ich hau mich hin. Macht's gut. Adieu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.